Latana Chai, eine Mutter aus Kalifornien, wurde mitsamt ihrer Familie einer großen Gefahr ausgesetzt. Das Undenkbare geschah, als sie mit ihrem 7 Monate alten Baby, Masaila, zu Hause war. Masaila ist etwa so groß wie der Pitbull der Familie, Sascha, die 8 Monate alt ist. Gegen Mitternacht am 3. Juni hörte die Mutter plötzlich Sascha laut bellen. Sie kratzte auch an der rückwärtigen Tür des Hauses. Latana bemerkte, dass das Bellen des Hundes besonders intensiv war und sie fühlte sich sofort alarmiert. Sie wusste, dass etwas nicht stimmte. Dieses Benehmen passte nicht zu dem sanften, vierbeinigen Mitglied der Familie. Sie öffnete die Tür, um zu sehen, was die Hündin draußen anbellte. Und dann sah sie schwarzen Rauch und Flammen aus dem Nachbarhaus kommen. Das Feuer breitete sich schnell auf Latanas Haus aus. Was Sascha als nächstes tat, ist unglaublich und wird nun von Tierfreunden auf der ganzen Welt gelobt. Latana rannte nach oben zu Masaila, doch Sascha war schon auf dem Weg. Latana sah voller Ehrfurcht zu, wie der Familienpitbull in die Windel des Babys biss und sie aus der Gefahrenzone schleppte. Die Mutter konnte alle in Sicherheit bringen. Ohne Saschas Warnung wäre die ganze Familie möglicherweise den Flammen zum Opfer gefallen. Sascha gibt es seit Masailas Geburt und es ist klar, dass die beiden eine besondere Beziehung haben. Leider glauben viele, dass Pitbulls nur Kampfhunde sind, die von Natur aus aggressiv sind. Diese Geschichte beweist einmal mehr, dass Pitbulls wunderbare Familienhunde sind und es ihren Besitzern überlassen, sie richtig aufzuziehen. Bitte teilt diese Geschichte, um Sascha für ihre erstaunliche Tat zu loben. Was ist eure Meinung zum Thema Pitbulls? Findet ihr, sie sind von Grund auf aggressiv? Oder sind sie eben wie in dieser Geschichte wunderbare Familienhunde? Schreibt es uns in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben würden wir uns freuen. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke für mehr Videos. Bis zum nächsten Mal und wie immer, bleibt fokussiert.